Balance mit dem defensiven Veloso. Die Außenstürmer sensationell besetzt. Ronaldo und Nani, sehr viel besser wird's nicht in Europa. Der einzige kleine Schwachpunkt vielleicht die Sturmspitze Helder Postiga. Und jetzt die erste Freistoßmöglichkeit für den Mann mit der Nummer 7. Sie wissen, was das bedeutet. Die Distanz hat er drin. Cristiano Ronaldo. Und der kommt aufs Tor. Und der ist drin. Note, das erste Ausrufezeichen. Das Fundament ist gegossen. Es sind 30 Meter. Der Ball schlägt ein. Über der Mauer drüber. Ein klassischer Cristiano Ronaldo. Perfekt getroffen. Das sind seine Bälle. Nur wenig Rotation. Und nichts zu machen. Nicht mehr so hübsch vom Fuß wie sonst. Die Portugiesen haben Oberwasser. Ganz kritische Phase für Bosnien-Herzegowina jetzt. Da ist Nani, der versucht auch. Und was für Tor! Gerade haben wir es noch davon gehabt. Nani hat im Grunde ähnliches Potenzial. Und jetzt gucken Sie sich diesen Schuss an. Der hätte genauso gut von seinem Spiritus Rector sein können. Von Fabio Coentrao. Und jetzt gibt es hier unversehens die Chance für Bosnien-Herzegowina, den Anschlusstreffer zu machen. Misimovic, Misimovic. Lässiger geht's nicht. Misimovic. Klasse Konter, kein Abseits. Cristiano Ronaldo, die Chance zum 3:1. Cristiano Ronaldo! 53. Spielminute und Portugal ist wieder zwei Treffer vorne. Ein Superkonter. So kam's. Die Balleroberung haben wir jetzt hier verpasst. Einmal zackig zugeschlagen im zentralen Mittelfeld. Cristiano Ronaldo lässt sich sowas nicht nehmen. Begovic kommt raus. Ronaldo erkennt das rechtzeitig, macht die Biege, legt den Ball ein bisschen ab und hat dann immer noch einen guten Winkel. Das entscheidende Zuspiel kam von Joao Moutinho. Es kam schlüsselfertig. Perfekt. So nennen sie sich selbst, so werden sie genannt. Die Slatni Liljani, die Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina, die noch nie bei einer Welt- oder Europameisterschaft dabei war. Pjanic ist draußen, Freistoß ausgeführt, Schussmöglichkeit, Maletic und Anschlusstor. Nur noch ein Trefferunterschied und kein Abseits und der Treffer zählt. Wie geht es dazu? Hier ist der Freistoß, der Schuss von Maletic. Jetzt guckt, oh, das ist Abseits. Heieiei. Also für mich eine klare Abseitsstellung. Michael, gut gespielt. Elder Postiga, Tor! 72. Spielminute, der nächste Treffer. Cristiano Ronaldo, da ist oben Michael und dann klasse freigelaufen. Super den freien Raum erkannt von Elder Postiga. Einmal. Und wenn er den macht, dann ist das der letzte Vorhang. Veloso mit links oder Cristiano Ronaldo? Veloso und Tor! Und starken Gegner Bosnien-Herzegowina. Zum zweiten Mal landet ein Freistoß im Netz. Die Mauer ist auch hier gewohnt passiv. Wie bereits in der 8. Spielminute. Nur ein Mann hüpft hoch, das ist Edin Dzeko. Und Miguel Veloso. Ansonsten jetzt kein ausgewiesener Torjäger. Eigentlich geht von diesem Mann. Und auf der anderen Seite, das muss man jetzt aber auch mal ganz klar festhalten, Portugal war von Anfang an die Mannschaft mit dem mehr an Willen. Und hier der nächste Treffer. Jetzt wird's deutlich, jetzt wird's bitter. 82. Spielminute. Elder Postiga macht den Doppelpack perfekt. Coentrao. Und jetzt mit seinem zweiten Tor. Hier nochmal kein Abseits. Coentrao serviert mustergültig aufs Köpfchen von Elder Postiga. Bei dem ist keiner. Maletic hat keine Chance, kommt deutlich zu spät. Und die Bosnier wünschen.